Naja, im Kern ist es ja eigentlich immer das Gleiche, dass wir eine emotionale Belastung haben und die dazu führt, dass es im limbischen System im Gehirn überläuft, dass wir aufgrund der heutigen Herausforderungen die Dinge nicht verarbeiten, dadurch mit uns rumschleppen und wir noch belasteter sind und gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also normalerweise wäre es ja so, wenn ich dieses Thema, egal welches, ob ich Freunde habe oder nicht, verarbeite emotional, dann sehe ich, okay, so geht's mir und dann habe ich auch die Kraft und die Energie, mal zu schauen, dass ich irgendwas mache, mit dem ich Freunde finden kann. Auch wenn ich die Klasse gewechselt habe, auch wenn ich gerade in einer fremden Umgebung bin, weil ich die Kraft und die Energie habe. Wenn ich die Blockade nicht verarbeite, und das haben wir ja heutzutage durch die Handys und durch die Social-Media-Geschichten, die fehlende Bewegung oft und die ganzen neuronalen Herausforderungen, dann merke ich, wow, ein Thema habe ich, ich habe keine Freunde. Dann belastet mich dieses Thema total, dann komme ich in eine Art von Starre, ich kann nichts mehr groß tun und dann habe ich noch mehr keine Freunde, weil ich nicht vor die Haustür gehe. Und deswegen ist es total wichtig, die Themen, die wir haben, wie wir das halt immer wieder erklären auch, zu be- und zu verarbeiten. Weil wenn es mich nicht mehr belastet, der Gedanke, ich habe keine Freunde, dann kann ich auch rausgehen und ein Hobby mir suchen oder mich mit anderen treffen. Und das kann ich halt nicht, solange mich das Thema belastet. Da beißt sich halt die Katze selber in den Schwanz.